auch winken, Moni. Ich bin ja nicht so wie die ganzen Typen beim Blau, was schreien. Alle schreien mal Hallo, und dann schreien die ganzen Typen mal Hallo. Moni, schrei mal Hallo. Nein, ich bin nicht so schockmäßig laut. Ich bin ein Lieder, wenn, dann schrei ich, schreit's mal Hallo. Moni wird einmal eher ein Oberboss. Albert, bitte, schreist du Mahalo. Was heißt Hurricane auf Hawaiianisch? Ja, nicht. Wäre interessant, falls man mir schreit. Was heißt Familie? Hab's vergessen. Was heißt Familie auf Hawaiianisch? Hana. Moni, schrei einmal Familie auf Hawaiianisch. Echt? Singst du den zweiten Song? Nein. Weil der ist auch nicht gut. Yeah! Wir haben euch jetzt hin schon gesagt, dass der lauter tolle Scheine der Mann ist. Der Albert und ich werden das auch machen. Du weißt, was die Moni draufschreibt. Was ist das? Die Moni schreibt Ella auf TomTom drauf. Und das stört dich, gell? Das hat sich das fünfte Mal gesagt. Nein, sie werde ich fotografieren. Ich schreibe Ella auf Mama drauf. Und irgendwann, wenn du rein hast, kommt Druck und tauscht es aus. Ja. Weißt du, ich bin der Tom Best zu mir, weil ich dann auch Druck für uns austausche. Da musst du Haufen Fotos vernichten. Moni, was sagst du zum Luhau? Luhau? Nein, das heißt eben Luhau. So wie Aloha heißt es Luhau, weil das nämlich etwas Druck kommt. Was sagst du dazu? Am Anfang haben wir gedacht, wenn das jetzt nur so bleibt, dass das Getanze bei Tageslicht, dann bin ich gescheit disappointed, aber nachher ist es gegangen. Und du? Ja, du bist jetzt vergessen. Wieder. Aber du hast ja gar nicht so vergessen, es war ja noch ein Teller. Ja, es war ein Riesenteller. Und ganz aufgewüchst. Und dann auch nur 5, 6 so kleine Stickerl von deinem Kokosnusspudding. Der war gar nicht so missbar. Der war extrem kurz. Und die Schokoteile, die waren kurz. Mhm. Ja. Voll Pflaume. Was tun wir denn morgen, wenn der Hurricane kommt? Du hast gesagt, du fährst zum Walmart und kaufst Bier. Richtig. Trinkt die Mutter dann auch Bier mit oder muss ich ihn alleine trinken? Also ich werde... Ich hoffe, es ist so schön, dass man da zumindest ein bisschen rumgehen kann und shoppen. Beziehungsweise zum Baba Gump gehen. Das tun wir. Ich glaube, wir werden nicht zum Baba Gump gehen, sondern eher fahren. Ja, mal ja. Wurscht. Weil die Fahrenrezeption hat irgendwie gemeint, es dauert bis Mittwoch, das ganze Gewitter. Und wir sollen Heavy Rain expecten und so. Aber wir brauchen uns keine Sorgen machen. Aber definitely no Beach Days. Was gescheit gegeben, wir hätten uns jetzt Freitag am Beach gehauen und waren jetzt das dann nochmal rumgefahren? Ich glaube nicht, dass wir bei einem Sturm von 100 km/h auf der Insel dann auf einen 4000 Meter hohen Berg fahren sollten. Ja, jetzt ist nicht gerade am Berg, aber sagen wir halt zu den Vulkanen. Ich glaube nicht, dass wir uns beregen zu den Vulkanen gesetzt haben, wo man am ersten Tag schon gesagt hat, uns ist kalt und da hat es nicht nur getröpfelt. Ja. Und ich glaube nicht, dass wir da offen dann durch den Urwald gefahren waren. Echt offen. Und so ist es auch nicht so lustig. Weil der Moni kann ich stehe im Auto noch Videos machen können. Das war echt cool. Ja.
dürfte man eine Corona verkaufen. Ich glaube, ich sollte dabei bleiben, dass ich überall Corona bestelle. Das ist die österreichische Flagge. Das sieht es nicht. Ja. Wir haben keine österreichische Flagge, die Arschlöcher. Schottland haben sie sogar. Wir hätten mal grüne Longboards trinken können. Hä? Wir hätten mal grüne Longboards trinken können. Singen können? Trinken können. So. Ah ja, stimmt. Die wir heute gesehen haben. War wahrscheinlich besser gewesen. Keine Cocktails mehr vorbei. Geil Corona bestellt. In Honolulu vielleicht, nur wenn ein Tick ist. War mir ja extrem kurz. Und wie finden wir jetzt aus, so wie das Wetter auf Oahu ist? Sehen wir am Dienstag um kurz nach Mittag. Ich war jetzt wegen dem Auto mit. Sehen wir am Dienstag kurz nach Mittag. Ja, das heißt, wir machen ein kurzfristiges Auto mitten am Flughafen. Vielleicht sollten wir vorher herausfinden, ob wir einen Parkplatz haben am Hotel. Ich hab mir gestern schon gesagt, aber dann haben wir nicht nachgeschaut. Du hast nicht nachgeschaut, wie wir das Taxi gefahren haben. Weil dann das Taxi gekommen ist und die eigentlich nur 1,5 Minuten Zeit gehabt hat. Wir können jetzt zurückgehen noch. Ich bin müde. Ich glaube, dass das gar nicht einmal so wenig vor der Weg ist, zu tun. Ja, aber... Der Moni hat mir vorher erklärt, das ist gar nicht so weit. Ja, aber schon mit alles bei dem... Aber jetzt gehen wir das aus. Ich glaube, sie zahlen mir $12 für die Porta Abzocke. Woher hast du gemeint, was kannst du ein Taxifahrt schon kosten? Ja, vorher weiß es ja auch nicht ausgegangen, dass ich gegen den Herr Oberschlau. Wie wir gesehen haben, weiß es ja ausgegangen. Was? Ist nicht passiert? Nein, nicht. Mit dem Hingefahren, Shuttlebus fahren. Ja, das mache ich, wenn ich rede, vom IG und das mit Schattelfuß. Wir haben so, also hast du vorher gesagt, na, du weißt nicht, ob ich die richtige Richtung fahre und bla bla bla. Nein, ich war die richtige Richtung gefahren. Ja, und wo war er? Was? Der Bus. Ja, ich bin gewesen. Nee. Bis auf 8 Minuten 19, vielleicht ist das Video jetzt stoppen. Die Chance in deiner Hand. Hochladen. Ja, Moni, was sagst du dazu, dass wir dann 3 Flüge im Sturm haben? Was? 3 Flüge im Hurricane dann haben? Ja, das finde ich nicht gut. Den Albert ist das ziemlich wurscht, der will einfach dem Fassen an, dass morgen das auch verliebt. Ich sehe es mir mein Leben und der Albert. Ja. Aber dein Urlaub ist doch verloren, oh mein Gott. Das ist richtig, ja. Jawohl, Papa winken. Hallo. Winke mal, Moni. Nein, gib mir schon mal. Also ich winke für die Moni.